Am frühen Abend des Ostersamstag geht's los. Großensee trifft sich zum traditionellen Osterfeuer. Gesellig, immer wieder jedes Jahr auf einem großen Gelände oberhalb des Südstrands. Wochen vorher wird Baumschnitt aus der Pflege der Knicks zu einem riesigen Haufen aufgetürmt, der bei Einbruch der Dunkelheit angezündet wird. Die Freiwillige Feuerwehr Großensee und die Jugendfeuerwehr organisieren alles, sichern das Feuer und sorgen für das leibliche Wohl. Der Brauch stammt aus alten Zeiten und diente dazu, den Winter zu vertreiben, sozusagen zu verbrennen. Das Feuer steht für die Sonne als Mittelpunkt des Lebens. Der Schein des Feuers soll die Saat vor bösen Geistern schützen und galt früher auch als Kult zur Sicherung des Wachstums und damit der Ernte.